Das ist Ann-Sophie. Heute möchte sie zum ersten Mal mikroskopieren, um sich die Zelle der roten Zwiebel genauer anzuschauen. Da gibt es nur ein Problem. Ann-Sophie weiß noch nicht, wie sie ein Mikroskop verwenden muss. Deswegen helfen wir heute dabei. Als erstes holst du das Mikroskop aus dem Schrank und trägst es vorsichtig auf deinen Platz. Achte dabei darauf, dass du es mit einer Hand am Trägerarm und einer unter dem Mikroskop hältst. Als nächstes steckst du das Ladekabel in das Mikroskop und dann in die Steckdose. Nun zum Aufbau. Dieser Teil des Mikroskops setzt sich aus dem Okular und dem Tubus zusammen. Dies sind die Objektive. Mit ihnen kannst du später verschiedene Vergrößerungsstufen einstellen. Sie sind am Objektrevolver befestigt, mit dem du die Objektive wechseln kannst. Dies ist der Objekttisch. Auf ihm befestigen wir später unser Präparat. An diesen Drehknöpfen kannst du den Objekttisch bewegen. Dies ist die Blende. Sie sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung und verändert die Helligkeit. An dem Grob- und dem Feintrieb kannst du den Objekttisch nach oben und unten bewegen. Das ermöglicht uns, das Bild scharf zu stellen. Nun kennen wir den Aufbau des Mikroskops. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist das Präparat. Es besteht aus Objektträger, Objekt und Deckglas. Zuerst löse eine Schuppe der Zwiebel ab. Ritze mit einem Messer ein Viereck in die Zwiebel. Löse nun die oberste Haut ab. Lege diese in einen Wassertropfen auf dem Objektträger. Lege das Deckglas darauf. Mit einem Tuch kannst du überflüssiges Wasser vorsichtig trocknen. Nun zum Mikroskopieren. Überprüfe, ob das kleinste Objektiv eingestellt und der Objekttisch nach ganz unten gestellt ist. Befestige das Präparat auf dem Objekttisch. Schalte das Licht ein. So, Ann-Sophie, schau durch das Okular und stelle die Zwiebel vorsichtig mit dem Feintrieb scharf. Falls es dir zu hell oder zu dunkel ist, kannst du die Lichtstärke mit Hilfe der Blende regulieren. Durch das Drehen des Objektivrevolvers kannst du das nächstgrößere Objektiv einstellen. Dadurch kannst du das Präparat genauer sehen. Wenn du dein Präparat ausgiebig betrachtet hast, kannst du das Mikroskopieren beenden. Hey, hast du nicht etwas vergessen? Stelle sicher, dass du deinen Arbeitsplatz ordentlich hinterlässt. Denke daran, das Präparat vom Mikroskop zu entfernen. Stelle das kleinste Objektiv ein und drehe den Objekttisch ganz nach unten. Schalte das Mikroskop aus. Denke auch daran, den Tubus über den Greifarm zu drehen. Entferne nun den Stecker. Trage das Mikroskop vorsichtig wieder zum Schrank. Und schon sind wir fertig.